Hallo und herzlich willkommen hier auf Soundless Driving. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Thorsten Ludwig und ich möchte die Situation mal ganz spontan nutzen, etwas zu sagen. Und zwar habe ich heute ein sehr interessantes Gespräch mit einem sehr lieben Lieferanten von uns geführt. Und da ging es um Elektroautos und wir sind natürlich auch relativ schnell von seiner Seite aus zu Wasserstoff gekommen. Er sagte auch, Elektroautos, ob sich das durchsetzt, das weiß man noch nicht so genau und ist dem grundsätzlich gar nicht abgeneigt. Aber Wasserstoffautos, das ist doch das, was die Zukunft ist. Und da habe ich mir gedacht, meine Fresse, ich habe ja neulich ein Video gemacht, wir leben schon ganz schön in unserer Elektroautoblase. Ein Video dazu gab es ja bereits. Und ich weiß übrigens, dass auch ein Wasserstoffauto ein Elektrofahrzeug ist, aber das Wort batteriebetriebenes Elektrofahrzeug, das war einfach zu lang für den Titel. Deswegen ist der Titel so, wie er ist. Ja, Wasserstoffautos. Gab es schon viele Videos, auch von mir darüber, aber offensichtlich ist es noch nicht ganz durchgedrungen. Ich habe ja neulich bereits darüber gesprochen, wir Elektroautofahrer leben in einer Blase. Wir können uns teilweise überhaupt nicht vorstellen, dass es Situationen gibt, wo ein Elektroauto nicht funktioniert. Ich finde, es gibt die Radikalen, in Anführungsstrichen, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Aber ein Verbrennerfahrzeug, ein Verbrennerliebhaber, der muss meiner Meinung nach auch mittlerweile einsehen, dass es für jegliche, fast jegliche Situation auch ein Elektroauto gibt und dass ein Elektroauto funktioniert. Ein Elektroautofahrer muss aber auch akzeptieren, dass es Situationen gibt, wo ein Verbrennerfahrer sagt, nee, sorry, funktioniert mir noch nicht. Vor mir fährt gerade ein Charan. Was mache ich denn, wenn ich eine Familie habe, wenn ich einen Hund habe, wenn ich einen Kinderwagen zu transportieren habe? So etwas gibt es noch nicht. Es wird es geben, aber es gibt es einfach momentan noch nicht. Viele andere Beispiele gibt es auch. Ich bin heute schon einiges im Auto gesessen. Ich schätze mal, hier alles nur bei mir herum um den Ammersee. Ich schätze mal, ich bin heute locker schon eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, reine Fahrzeit im Auto gesessen. Und was soll ich euch sagen? Ich habe nicht mitgezählt, aber ich schätze, 30 Elektrofahrzeuge sind mir entgegengekommen. Es ist unglaublich, so eine Freude. Ja, das ist ein E-Up, das ist, sind die ganzen Koreaner. Ich habe vorhin sogar einen Audi GT e-tron gesehen. Ein Audi e-tron, natürlich Tesla, zwei Model S, ein Model 3. ID3 habe ich noch nicht gesehen, aber diverse Zoes. Mir sind zwei BMW i3 entgegengekommen. Also es ist so toll, was sich momentan auf diesem Markt tut. Also ich bin voll begeistert. Also so viele Elektrofahrzeuge wie heute auf dieser kurzen Strecke. Also ich bin zwar lange im Auto gesessen, aber immer kurze Strecken gefahren. Unglaublich, eine richtige Freude. Und natürlich haben wir Elektroautofahrer, wir haben doch, vor allem wir Tesla-Fahrer, wir haben doch gut lachen. Wir haben doch überhaupt nichts auszustehen. Ich behaupte mal, fast jeder, noch nicht alle, aber ich denke mal, fast jeder, der heute einen Tesla fährt oder der einen Taycan fährt, einen e-tron fährt, ist auch stolzer Besitzer einer eigenen Wallbox zu Hause. Zumindest hat er eine Steckdose. Viele Elektroautofahrer, die wir hier sehen, werden mehrheitlich zu Hause laden. Natürlich gibt es einige Laternenparker, auch unter den Tesla-Fahrern, das ist mir bekannt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr ladet. Ich denke, die Mehrheit lädt natürlich zu Hause, aber man kann auch Laternenparker sein und trotzdem ein Elektroauto fahren. Wo lädt man dann? Laternenparker, an der Laterne. Ich kann an der Laterne laden. Es gibt Konzepte, es gibt Firmen, die das bereits machen. Und wenn wir nicht so furchtbar bürokratisch wären, hätten wir heute schon an jeder Laterne eine Ladestation. Ist überhaupt kein Problem. Und an dieser Stelle blende ich wieder mal das Bild ein, was wir vor
ich weiß nicht mehr, wann es war, 2016 oder so in Norwegen geschossen haben. Alle paar Meter steht dort eine Ladesäule vom Mehrparteienhaus. Da vorne fährt wieder eine Zoe. Also, Elektroautofahren funktioniert. Ich dachte aber auch, Elektroautofahren funktioniert, das Thema ist durch. Ja, Elektroautos werden die Zukunft sein, bis wir uns mit Fluxantrieb durch die Gegend bewegen. Aber es ist noch nicht bei jedem durchgedrungen. Und eben das Gespräch mit dem Lieferanten heute, ja, Wasserstoffautos, das ist doch die Zukunft. Aber Leute, so einfach ist es nicht. Es ist ein wahnsinniger Verlust da. Ich habe schon jede Menge darüber gesagt. Bitte schaut in den Playlisten nach, wenn es euch interessiert. Da hat sich ja bis heute nichts dran geändert. Schon wieder ein i3. Da hat sich ja bis heute nichts dran geändert. Aber es ist so ein Verlust. Der Wirkungsgrad von Wasserstoff ist so schlecht. Und es kostet so viel Energie, ein Smart E, das ist ehrlich. Es ist so ein Verlust, heute Wasserstoff in Energie umzuwandeln. Das ist unglaublich. Ich lasse mich ja noch dazu hinreißen, dass es vielleicht Flugzeuge gibt mit Wasserstoffantrieb. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn man zum Beispiel in Nordafrika, wo 358 Tage lang im Jahr die Sonne scheint, wenn man da so viel Energie über die Solarzellen sammelt, dass man den Strom dann über die Pipeline nach Europa bringen kann. Aber es ist auch nicht so einfach, die Röhren herzustellen, die das dann durchlassen, ohne großmöglichen Verlust. Also wir werden einen wahnsinnigen Verlust haben. Aber ich bin bereit einzugestehen, dass man lieber einen großen Verlust in Kauf nehmen soll, bevor man das Ganze nachher weggibt. Nämlich das ist das, was wir hier in Oberbayern machen. Wir geben unseren überflüssigen Strom, nee, nicht wir geben, wir zahlen dafür, dass wir unseren überflüssigen Strom nach Österreich und in die Schweiz abgeben, um ihn dann am nächsten Tag wieder zurückzukaufen. So bescheuert sind wir. Und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, das Ganze in irgendeiner Form zu lagern, uns fehlen viel zu viele Speicherkraftwerke, aber wenn wir dann eine Möglichkeit hätten, das zu lagern, das wäre optimal. Und dann ging es natürlich auch in dem Telefonat über die Ressourcen. Wir haben gar nicht genug Ressourcen. Wo haben wir denn nicht genügend Ressourcen? Also was Lithium anbelangt, Lithium haben wir wie Sand am Meer. Um das mal ganz klar und deutlich zu sagen, und das ist sogar wörtlich zu nehmen. Es wird mittlerweile, habe ich auch schon mal drüber geschrieben, ich blende es euch ein oder steht unten in der Infobox. Da kommt mir wieder eine Zoe entgegen. Ich habe schon darüber gesprochen, dass in Deutschland Lithium abgebaut wird. Kobalt, Erze, das Erzgebirge, auch in Österreich gibt es jede Menge Erze, kann dort abgebaut werden. Es sind aber auf der anderen Seite schon die ersten Akkus auf dem Markt von Tesla, die schon gar kein Kobalt mehr haben. Und es wird immer mehr diese Live-Akkus geben, also Lithium, Ferrer, also Eisen, Lithium-Eisenphosphat, wird es immer mehr geben. Und das heißt, das Kobalt wird verschwinden. Und das, was ich dann jetzt habe, das kann ich annähernd zu 100% recyceln. Beim Verbrenner kann ich nichts recyceln, außer das Metall außenrum. Aber verbrannt ist verbrannt. Beim Elektroauto kann ich fast alles recyceln. Ich kann eigentlich das komplette Auto recyceln, inklusive der Reifen. Und das Recyceln ist günstiger als das Schürfen. Das sehen wir doch heute auch bei diesen vielen Diebstählen, die es gibt von Stahl oder von Kupfer. Immer wieder liest man und hört man, dass Kupfer gestohlen worden ist, dass von den Baustellen ganze Kupferleitungen, die aufgerollt waren, gestohlen worden sind.
Und warum macht man das? Weil das Kupfer sehr wertvoll ist und weil es leichter ist, dieses Kupfer oder auch andere Metalle zu recyceln, als sie zu schürfen. Also das Elektroauto hat im Grunde nur Vorteile. Ja, es gibt für den einen oder anderen einen Nachteil, nämlich einfach, es passt nicht ins Fahrprofil oder es passt nicht zur persönlichen Situation oder aber ich kann nicht laden. Und ganz ehrlich, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, zu Hause direkt quasi vor der Haustür, und wir wohnen auch in einem Mehrparteienhaus, ich habe zum Glück einen Vermieter, der das verstanden hat von Anfang an, noch bevor es Pflicht wurde, und hat mir dort eine Steckdose hingebaut. Aber wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich mir kein Elektroauto gekauft. Aller wahrscheinlich nach nicht, denn ich kann nicht im Büro laden. Es gibt nur eine einzige Ladestation bei uns und da kannst du nur ganz oder gar nicht. Und das kostet dann irgendwie 8 Euro oder so. Ist zwar günstig für einen vollen Akku, aber wie gesagt, du kannst nur ganz oder gar nicht. Du kannst nicht sagen, ich stelle mich mal während des Einkaufs für 20 Minuten dorthin. Nein, 20 Minuten, du musst einmal den Pauschalbetrag zahlen. Das ist halt noch so eine Säule. Du musst einmal einen Pauschalbetrag zahlen und dann ist es wurscht, ob du 5 Stunden dranhängst oder 15 Minuten dranhängst. Also das sind Sachen, die sind einfach noch nicht ausgereift heute. Das muss man verstehen, das muss man akzeptieren. Und deswegen passt für den einen oder anderen heute ein Elektroauto noch nicht. Punkt, Ende, aus. Es wird kommen, gar keine Frage. Es wird kommen und es wird auch keinen Weg dran vorbeiführen. Aber man muss akzeptieren, dass es noch nicht für jeden etwas ist. Nur Wasserstoff, Leute, Wasserstoff ist nun auch nicht die Lösung. Abgesehen davon, dass so eine Wassertankstelle 1 Million kostet. Abgesehen davon, dass es keine Wasserstofftankstellen gibt. Ich weiß, es sollen welche gebaut werden und so weiter. Die 400 stehen da im Raum. Das kannst du im Grunde auch knicken. Ich war bei der Eröffnung von der Wasserstofftankstelle dabei. Ich habe einige Interviews geführt. Schaut euch das gerne mal an. Ich blende es auch ein. Aber es ist nicht die Zukunft. Also, obwohl wir in einer Elektroautoblase leben, Leute, und obwohl wir wissen, dass es derzeit keine Alternative zu einem Elektroauto gibt, akzeptiert, dass andere noch nicht der Meinung sind und klärt auf. Nicht immer mit die und mit denen, sondern klärt auf und macht den Leuten deutlich, dass es vielfach schon geht und da, wo es noch nicht geht, da wird es bald gehen. Also, das soll es von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Im Moment scheint die Sonne. Ich hoffe, es bleibt so. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.